Aber das war jetzt voll cool, Hey, dass Nico. wir, dass wir Pearl kennenlernen konnten. Laufen kurz hier noch bei der Station hier Ich vorbei. habe getan, was man mir aufgetragen hat, Professor. Nachdem die Mine geschlossen ist, gibt es niemanden mehr in der Gegend, der ihre Ausgrabung beobachten könnte. Ich habe Besuch. Denken Sie nur daran, was ich Ihnen gesagt habe, General. Es gibt keinen Grund, den Mann zum Märtyrer zu machen. Der Polizist sieht schon so verdächtig aus, ne? Tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen, Senor. Willkommen in Caramonte. Danke. Mein Name ist George Stobbart. Ich bin aus Kalifornien. Aber was haben wir denn da? Einen Engel, der auf die Erde herabgestiegen Oh ist? Nein. Nicole Collard. Enchanté, mon général. Der hat aber dick aufgetragen. Boah. Voll Schleim. Verzeihen Sie mir, Senorita, aber ich konnte nicht anders. Hören Sie, wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Da sind Sie bei mir genau an der richtigen Adresse, Senor. Fremdenverkehrsbüro, General Graziento, zu Ihren Diensten. Aha. Dann bin ich ja gespannt, ob er uns auf alles antwortet. Ist das hier das Fremdenverkehrsbüro? Draußen auf dem Schild steht doch Polizei. Es ist beides, Senor. Ich bin ein vielseitiger Mann. Das sehe ich, General. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Karsak gehört? Nein, nein, von dem habe ich noch nie gehört. Ich habe gehört, es gab vor ein paar Monaten einen Unfall in der Mine. Das stimmt. Dabei wurden viele Männer getötet, stimmt's? Ein paar. 30? Kaum 1% der arbeitenden Bevölkerung. Aua. Hallo? Stimmt es, dass die Musik in Caramonte gewissen Beschränkungen unterliegt? Ja, allerdings. Eine Notstandsregelung eingeführt von Nuestra Senora. Folkloremusik ist für einige dieser Menschen ein Bindeglied zur Vergangenheit. Wenn sie ihnen ihre musikalischen Wurzeln abhacken, was bleibt ihnen dann noch? Easy Listening. Glauben Sie wirklich, Easy Listening könnte ein jahrhundertealtes musikalisches Erbe ersetzen? Warum denn nicht? Hat doch in Ihrem Land auch geklappt. Gibt es in der Nähe der Stadt irgendwelche Ruinen? Aber natürlich, Senor. Caramonte hat alles zu bieten. Ein Freund von mir möchte gerne eine dieser historischen Fundstätten besuchen. Rinaldo wird sie mit Vergnügen herumführen, nachdem er den Papierkram für heute erledigt hat. Selbstverständlich. Oh. Wer war der Mann, mit dem Sie vorhin gesprochen haben, als wir gekommen sind? Professor Ubier, ein Was? Gast unseres Landes, Senor. Genau wie Sie. Haben Sie gerade Ubier gesagt? Ich dachte, der wäre jung. Professor Ubier, ein französischer Archäologe. Ich habe mich ja richtig vertan. Was macht Ubier in Caramonte? Er erforscht unsere vielfältige und glorreiche Vergangenheit, Senor. Der Professor plant eine Expedition zu einigen Maya-Ruinen. Er kam zu mir wegen einer Ausgrabungserlaubnis. Wir haben genug von Caramonte, wir wollen weg. Halte ich Sie etwa davon ab? Der Typ an den Docks meint, ich bräuchte ein Ausreisevisum. Fragen Sie Rinaldo, er wird alles arrangieren, dafür ist er ja da. Okay. Möchten Sie vielleicht einen Keks? Wollen Sie mich etwa bestechen? Jedermann hat seinen Preis. Aber meiner ist höher als ein Hundekuchen, Senor Stobbart. Na, würde ich jetzt nicht sagen. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Das ist eine eingeborene Schnitzerei, stimmt's? Wo haben Sie das her? Haben wir auf dem Markt gekauft, als Souvenir. Das stimmt nicht ganz. Was halten Sie von diesem Höschen, General? Oh Mann, fabuloso. Es gehört Ihnen, wenn Sie mir alles verraten, was Sie über Karsak wissen. Ich sage Ihnen doch, von dem habe ich noch nie etwas gehört. Bekomme ich jetzt das Höschen? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Sie haben mir gar nichts erzählt. Nicht sehr sympathisch. Schauen Sie sich doch bitte mal dieses Etikett an. Sie, Senor. Condor Transglobal. Können Sie mir sagen, wo ich deren Büro finde? Nein, Senor. Ich habe noch nie von denen gehört. Und Rinaldo auch nicht. Sind Sie sicher, dass Sie noch nie etwas von Condor gehört haben? Oh ja. Die Firma ist aber hier in Caramonte City registriert. Sie irren sich, Senorita. Die Musiker draußen auf dem Marktplatz sagen, dass vor kurzem ein Schiff hier gelegen hat, das unter der Condor-Flagge fuhr. Das sind einfache Bauern. Die würden Ihnen alles erzählen, was Sie hören wollen, um Ihnen Ihr Geld abzuluxen. Na, ich weiß ja nicht. Condor gehört doch Karsak, stimmt's? Schon wieder falsch, Senor. Karsak hat nichts zu tun mit irgendwas namens Condor. Wer auch immer das sein mag. Haben Sie Unterlagen über die Firmen, die in Caramonte registriert sind?
Selbstverständlich, Senorita. Unglücklicherweise wurden alle Akten bei einer Springflut vernichtet. Was für ein Zufall. Wissen Sie irgendwas über die bevorstehende Sonnenfinsternis, General? Solche Sachen interessieren mich nicht, Senor. Ich komme wieder. Oh, der ist so übelst verdächtig, ne? Der lügt doch wie gedruckt. Eine Reihe Sonderangebotswurfsendungen sind über den Schreibtisch verteilt. Ich brauche keine Reklamesendungen, besonders nicht die von anderen Leuten. Unter dem Schreibtisch verbirgt sich ein Safe. Der Tresor ist zweifellos abgeschlossen. Im Fernsehen läuft offenbar eine billige Soap-Opera. Ein großer Mann mit langen blonden Haaren schreit eine Frau an, die nur ein Handtuch anhat. Okay. Sehr seltsam, aber gut. Ein Computermonitor mit einem uralten Spiel drauf. Ich habe keine Zeit, mich mit Computerspielen abzulenken. Ja, wir sind sehr beschäftigt gerade. Dann sprechen wir mal. Er hat die Augen eines Cocker Spaniels, in einem Gesicht, das aussieht wie ein zusammengefallenes Soufflé. Ich frage mich, was diesen Mann dazu getrieben hat, für einen Kerl wie den General zu arbeiten. Naja, in der Ecke steht ein Aktenschrank. Der Aktenschrank ist wahrscheinlich abgeschlossen. Ich rede dem ständig dazwischen, ne? Das ist die Landkarte, die der General Professor Aubier gezeigt hat. Senor! Das gefällt mir. Bitte lassen Sie die Karte in Ruhe. Also ist die wichtig. Irgendwie müssen wir die kriegen. Hi, ich bin George Stobbart. Hallo, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Gibt es irgendwelche antiken Pyramiden in der Nähe von Caramonte? Sie, Senor, eine. Aber die ist nicht sehr beeindruckend. Eher eine Ruine. Das ist perfekt. Wären Sie bereit, den Führer durch die Ruinen zu spielen? Das kann ich nicht. Den General träfe der Schlag, wenn ich diesen ganzen Papierkram unerledigt ließe. Ich versuche, Caramonte zu verlassen. Wenn ich jedes Mal einen Dollar bekäme, wenn ich diesen Satz höre, könnte ich die Hälfte meiner Familie zurückkaufen. Das ist doch jetzt egal. Was ist mit meiner Ausreisekarte, meinem Visa? Tut mir leid. Wir akzeptieren keine Visakarten. Ich habe nicht gefragt, ob Sie Visakarten nehmen, sondern wo ich eine Ausreisekarte mit den nötigen Visa herbekomme. Da kann ich Ihnen gar nicht helfen, Senor. Von solchen Sachen verstehe ich nichts. Na toll. Möchten Sie einen Gourmet-Hundesnack? Liebend gerne, Senor. Aber danach hätte ich ein Problem mit meinen Zähnen. Oh, Zahnschmerzen? Nein, Senor. Aber wenn der General mich erwischt, wie ich im Dienst esse, würde er sie mir aufschlagen. Oh, krass. Aber hat er nicht gesagt, dass Rinaldo uns hilft? Erkennen Sie diese Statue? Tezcatlipoca. Der Nachtwind. Nehmen Sie das weg, Senor. Dieser Stein ist verflucht. Tezcatlipoca. Wissen Sie irgendwas über die Sonnenfinsternis? Nein, Senor. Dank der Geheimniskrämerei von El General tappe ich bei den meisten Sachen ohnehin im Dunkeln. Bis später. Na gut, hier kommen wir auch nicht wirklich weiter, ne? Ich weigere mich, diesen Durchgang zu untersuchen, solange der General da rumsitzt. Wir müssen den ein oder anderen irgendwie hier rauslocken, ne? Okay. Schauen wir uns erstmal weiter um. Wir waren ja auch noch nicht in dem anderen Gebäude, ne? Hier gibt es wirklich viel zu entdecken. Viele Leute, mehrere Gebäude. Ganz spannend. Warum hast du ihm den Stein gezeigt? Ich dachte, er wüsste vielleicht etwas darüber. Tja, jetzt weiß er auf jeden Fall etwas darüber, nämlich, dass wir ihn haben. Oh, stimmt. Hast du die Grafik an der Wand im Polizeirevier gesehen? Ja, sah wie eine Landkarte aus, aber ich konnte keine Details erkennen. Was immer es auch war, der General wollte nicht, dass wir es zu sehen bekommen. Du hast ziemlich dick aufgetragen bei dem General. Ich habe nur seinem Ego geschmeichelt, George. Jedermann hat seine Achillesferse. Vielleicht, aber der schwache Punkt bei diesem Kerl ist bestimmt nicht an seinem Fuß. Der Mann, den wir bei der Unterhaltung mit dem General beobachtet haben, war Aubier. Hast du ihn nicht erkannt? Ich habe ihn doch nie getroffen, weißt du nicht mehr? Der Typ, den ich in Paris angerufen habe, hat vorgegeben, Aubier zu sein. Aber er klang nicht im Entferntesten wie der Kerl auf dem Polizeirevier. Vielleicht ist der Professor wirklich unschuldig. Ach was, es ist ein viel zu großer Zufall, dass er hier in Caramonte ist. Ja, ich habe mir Aubier halt jung vorgestellt wegen dem Porträt, ne? Mir ist überhaupt nicht der Gedanke gekommen, dass er halt schon alt sein könnte, ne? Guck mal, hier rechts geht's ja auch noch lang. Aber wir gehen erstmal in das Gebäude noch rein und schauen uns da nochmal um. Hier
Caramonte Mainco. Hey, Nico. Bin ich ja gespannt, was es hier Neues gibt. Oh, ein Büro. Ja. Hola, Senora. Hi, wir wollten eigentlich nur... Ich habe mit der Dame gesprochen, Chico. Oh, aua. Hi, ich heiße Nicole Collard. Concha Garcia. Wie kann ich Ihnen helfen, Schwester? Die Firmengruppe, die ich vertrete, plant eine größere Investition in Caramonte. Ihr Rat als offensichtlich erfolgreiche Führungspersönlichkeit ist genau das, was ich hier suche. Mein Assistent Mr. Stobart würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ja, ich Assistent habe Fragen. Haben Sie mal von einem Kerl namens Karzak gehört? Nein, wer soll das sein? Er ist der Grund, warum wir nach Caramonte gekommen sind. Wir vermuten, dass er einen Drogenring betreibt. Naja, ich hoffe, Sie finden ihn. Aber den Namen habe ich noch nie gehört. Können Sie mir etwas über das Grubenunglück in der Mine erzählen? Unglück? Das war Sabotage. Jemand wollte, dass ich meine Mine schließen muss. Für immer. Haben Sie irgendwelche Beweise, dass die Mine sabotiert worden ist? Noch nicht. Aber ich bringe da schon noch Licht ins Dunkel. Es gab seit Monaten immer wieder Ärger in der Mine. Die Belegschaft wurde von Tag zu Tag kleiner. Jemand hatte unter den Männern das Gerücht ausgestreut, die Mine sei verflucht. Jetzt ist die gesamte Arbeit zum Erliegen gekommen. Das war bestimmt Absicht alles. Wo genau liegt die Mine? Mehrere Tage flussaufwärts, in einer abgelegenen Gegend namens Teokulkan. Kennen Sie Professor Ubier? Ja, soweit ich weiß, will er sich gerade auf eine archäologische Expedition begeben. Er hat sich bei mir heute früh ein paar Ausrüstungsgegenstände gemietet. Ich habe gehört, wie er mit dem General geredet hat. Ich glaube, die beiden arbeiten zusammen. Was? Hätte ich das gewusst, hätte er nicht mal eine löchrige Feldflasche von mir bekommen. Aber seit wann interessiert sich denn der General für Archäologie? Würde Ihnen vielleicht ein Hundekuchen gefallen? Würde Ihnen vielleicht ein Kinnhaken gefallen, Chico? Autsch. Sagt Ihnen dieser Stein irgendwas? Ich würde sagen, es ist ein Geisterstein. Gemeißelt von einem Maya-Priester, stimmt's? Ich weiß nur nicht, zu welchem ihrer vielen Götter er gehört. Können Sie mir irgendwas über diese Statue erzählen? Das ist Tezcatlipoca, der Gott des Todes und der Pestilenz. Diesen Talisman würden viele für ein böses Omen halten. Na gut, dass wir nicht abergläubisch sind, ne? Erkennen Sie das Symbol hier auf dem Etikett? Condor Transglobal. War das eine Firma hier aus Caramonte? Ja, sie hatten so ein altes Containerschiff, die Maya-Prinzessin. Wissen Sie, wem Condor Transglobal gehört? Nicht die leiseste Ahnung. Sehen Sie das hier? Das ist mein Stück Glückskohle. Was ist denn so glücklich daran? Das weiß ich auch noch nicht. Was? Metapo. Dein Ernst? Der läuft Nackedei durch die Gegend hier. Haben Sie von der bevorstehenden Sonnenfinsternis gehört? Ich interessiere mich nicht sehr für diesen Kram. Vielleicht weiß einer der Jungs was darüber. Ganz schön durchtrainiert auch, ne? Hätten Sie vielleicht Interesse an diesem Höschen? Scheint etwa Ihre Größe zu sein. Ist das deine beste Anmache, Chico? Ich meine es ernst. Die habe ich zufällig gefunden. Steck es lieber weg, bevor du dich noch zu sehr aufregst. Ein Vorratsschrank. Bleiben Sie da weg! Okay, hätte ich mir ja denken können, ne? Aber ich dachte vielleicht, weil... Da wird der Sprengstoff aufbewahrt. Ah, okay. Ich dachte nur, weil es hinter ihr ist, dass sie das vielleicht nicht sieht. Aber sprechen wir mal hier... Ein widerlich gut aussehender Mann. Okay, mit den Leuten? Freuen Sie sich schon auf die Sonnenfinsternis? Nicht besonders. Und Sie? Ich weiß nicht. Hab noch nie eine gesehen. Alles, was ich weiß, ist, dass man sie sich nicht mit bloßem Auge ansehen soll. Bitte gehen Sie und lassen Sie mich meine Arbeit tun, ja? Schon mal von einem Typen namens Karzak gehört? Sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diesen Bericht nicht rechtzeitig fertig kriege, wird die Chefin zur rasenden Furie. Das glaube ich ihm sogar. Ich kann nicht verstehen, warum sich die Besitzerin mit solchen Männern umgibt. Tja.
Schon mal von einem Kerl namens Karsak gehört? Nein, Senior. Wussten Sie schon, dass in ein paar Wochen eine totale Sonnenfinsternis eintritt? Ja, Joe hat es mir erzählt. Er schmeißt eine Party und wir sind alle eingeladen. Meine Jungs und ich verkleiden uns als böse Mönche. Wirklich? Cool. Der Kerl arbeitet wie ein Uhrwerk. Wissen Sie von der Sonnenfinsternis? Ja, und ich freue mich schon darauf, sie zu sehen. Soll ja ziemlich spektakulär werden, was man so hört. Die findet in ein paar Wochen statt, nicht wahr? In 9 Tagen. Danke. Okay, also 9 Tage. Schon mal von einem Herrn mit Namen Karsak gehört? Nein. Aber die scheinen wirklich nichts zu wissen, ne? Einer aus Konchas Männersammlung. Sprechen wir mal mit dem Nakedai. Hi. Einen schönen guten Tag und willkommen bei der Consolidated Mining Bergbaugesellschaft. Wenn Sie in Karamonte City bleiben, dann empfehle ich Ihnen unsere Consolidated Mining Erlebnistour. Eine interaktive Führung durch eine unserer tiefsten Minen mit Reiseführern in 3 verschiedenen Sprachen. Eine Führung durch ein Bergwerk? Naja, wir sind eine Bergbaugesellschaft. Was haben Sie erwartet? Wie war? Wissen Sie etwas über diese Sonnenfinsternis, die bald eintritt? Ich? Nein, Senior. Wissen Sie, wo ich Senior Karsak finden kann? Nein, Senior. Wieso haben Sie keine Hose an? Genau. Ich fühle mich wacher ohne Sie. Irgendwie frischer. Und das stört Ihre Chefin nicht? Sie hat es ja sogar vorgeschlagen. Dein Ernst? Makaber. Das ist Nico und sie trägt Sachen, die ich noch nie an ihr gesehen habe. Im Moment will ich mich mit Nico über nichts weiter unterhalten. Es gibt sonst nichts weiter zu bereden. Also sonst gibt's hier auch nichts, ne? Interessant. Ja gut, wir haben ja noch die eine Ecke, in die wir gehen können. Dann machen wir das auch eben nochmal. Dann haben wir hier schon mal so einen groben Überblick. Vom Ort her und von den Leuten her. Aber bis jetzt sind wir noch nicht groß weitergekommen. Naja, außer der Tatsache mit Obier und so weiter, ne? Kann ich die Ziege füttern mit den... Nee, kann ich nicht. Na gut. Ich dachte, ich kann ja ein bisschen was ausprobieren. Hier das Plakat bemalen mit dem Lippenstift? Nee, auch nicht. Gut. Man darf ja mal probieren. Da können wir ja eigentlich nicht hin, aber hier hin, ne? Deswegen testen wir das einmal. Einmal hier um die Ecke hinter der Polizeistation. Oh, ach, hier ist Obier. Ah, da mache ich nur eine Runde. Ach so. Okay, dann sprechen wir zuerst mit dem Mann hier vorne. Ein freundlich aussehender Typ. Ja, zu dem gehen wir erstmal hin. Hi, ich bin George Stobart. Was können Sie mir über die Bergbaugesellschaft erzählen? Der General hat eine ihrer Minen nach der Explosion geschlossen. Dabei haben eine Menge Leute das Leben verloren. Ich hatte Glück. Bei mir waren es nur die Beine. Na, wenn man davon Glück sprechen kann. Können Sie mir etwas über diesen Stein erzählen? Das ist Obsidian. Das ist ein Vulkangestein, das so schnell abgekühlt ist, dass... Ja. Ist ja gut, aber ich interessiere mich nicht für Geologie. Nicht? Dann nehme ich an, dass Sie etwas über die Gravur darin wissen wollen. Das stimmt. In diesem Falle sollten Sie lieber mit dem Professor reden. Er steht da drüben und redet mit dem Kerl in dem Truck. Wissen Sie, wen diese Statue hier darstellen soll? Sollte ich wohl. Ich habe früher solche Dinger für die Touristen geschnitzt. Aber es hat den Leuten hier Angst gemacht. Darum habe ich es aufgegeben. Okay, vielleicht hat er es ja sogar geschnitzt. Weiß man ja nicht. Erkennen Sie das Firmenzeichen auf diesem Etikett? Aber sicher. Das ist die Condor Transglobal Schifffahrtslinie. Oh, er kennt es. Haben die ein Büro in Karamonte? Nein, aber sie laden und löschen hier Fracht. Das dachte ich mir. Haben Sie das Schiff mit der Condor-Flagge gesehen? Nein. Aber die Docks sind doch direkt auf der anderen Seite des Platzes. Könnten ebenso gut auf der anderen Seite des Mondes sein. Haben Sie von der Sonnenfinsternis gehört? Klar. Ich schmeiße sogar eine Party deswegen. Kommen Sie doch auch. Wirklich? Claro. Jede Menge Essen, jede Menge Wein und alle sind eingeladen. Außer dem General. Aha. Warum ist der General nicht eingeladen zu Ihrer Party? Weil er jedes Mal zu Partys seine verdammten EPs aus den 70ern mitbringt.
Wie denken Sie über dieses Höschen? Beeindruckend. Tragen Sie sowas? Nein, jemand hat sie meiner Freundin geschickt. Wie aufmerksam.